Willkommen zurück hier in Deliver Us the Moon. Und wir werden jetzt mit der Bahn hier fahren, eine Schienenbahn, Richtung Tombow. Tombow-Reaktor, weil da irgendwas nicht stimmt. Mal gucken. Aber die fährt hoffentlich automatisch, oder? Sarah Baker, Chefingenieurin der Pearson Raumstation. Zusammen mit Mechaniker Rolf Robertson sollte ich Nachforschungen zum Blackout anstellen. Eine ASE-Einheit griff mich an. Ich wurde ohnmächtig. Ich weiß nicht genau, weshalb sie das tat. Anscheinend ist mein Expeditionspartner fort und ich kann weder die Pearson Raumstation noch andere Einrichtungen kontaktieren. Ich überquere jetzt die Grenze, an Copernicus Außenposten 1 vorbei, um nach Tombow zu gelangen und herauszufinden, was den MPT-Aussetzer verursacht hat. Wenn Sie das hier finden, kontaktieren Sie mich. Alex, Aufnahme beenden. Tja, ob wir Sarah finden? Besser gesagt, vielleicht sogar ihre Leiche? Wer weiß. Hat Zugang zum Einschienenbahnterminal. Okay. Ich aber erstmal gucken, hier geht's raus. Außenposten. Willkommen im Außenposten. Da ist wieder so ein Ball. Dahinter sind auch irgendwelche Aufzeichnungen. So ein Hologramm höre ich schon. Hier muss man einen Code eingeben. Ich weiß aber nicht welchen. Hm. Gibt den hier schönes. 19. Juni 2054. Space Station Magazine. Helium auf dem Mond. Wichtig für das Überleben der Menschheit auf der Erde. Priorität eines Pioniers. Wissenschaft und Opfer. Rückseite. In dieser Sommerausgabe treffen wir uns mit dem bahnbrechenden Architekten und Luna-Ratsmitglied Dr. Isaac Johansson, um die vielen Ereignisse und Erfolge bei der Entwicklung des MPT zu erörtern. Netzwerk ist offline, Stationsenergie ist online. Das ist immerhin etwas. Da unten ist was. Copernicus One-Kolonisten, dies ist eine Evakuierung. Der Tombow-Reaktor hat eine kritische Fehlfunktion. Wir evakuieren Sie zur Copernicus-Mondzentrale. Hey, ganz ruhig. Wer schickt Sie? Wir sind ja auf Befehl des Lunarrats. Der Lunarrat? Frank, passiert irgendwas Seltsames im MPT-Netzwerk? Nö, nichts Ungewöhnliches. Tombow scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht können Sie erstmal was erklären? Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Der Rat wird die Lage erläutern, sobald alle Kolonisten in der Mondzentrale sind. Also ist jetzt MacArthur am Drücker, was? Wir haben keine Zeit für sowas. Ergreifen Sie sie. Was? Hey, loslassen! Evakuierungscrew an MacArthur. Wir fahren mit Phase 2 fort. Außenpostencrew und Ladung sind auf dem Weg zur Mondzentrale. Bisher keine Nachricht von den anderen bei Reinhold. Alle einfach geschnappt und weg mit denen. Abflug. In der Hoffnung, dass jemand kommt, um sie zu holen, erinnert Sarah sich an die jüngsten Ereignisse. Sarah hat keine Möglichkeit, zur Pearson Raumstation zurückzukehren, solange der MPT nicht funktionstüchtig ist, und beschließt, nach vorn zu schauen. Aufgezeichnet am 26. September, drei Tage nach dem Blackout. Okay. Eine von MacArthur entsandte Einsatztruppe zwingt die Crew des Außenpostens, mit zur Mondzentrale zu kommen, wo MacArthur alle Mondkolonisten versammelt, um die Vorbereitung für das Outward zu machen. Nachdem die Crew und ein wichtiges Paket zur Mondzentrale geschickt wurden,
wird der Einsatztruppe befohlen, am Außenposten zu bleiben, bis eine zweite Einsatztruppe eintrifft. Aufgezeichnet 22. September 54, 6 Stunden vor dem Blackout. Donnerwatch. William MacArthur und Dr. Rosa Lavert diskutieren über die moralischen Implikationen eines Handels. Als Isaac Johansson ihnen widerstrebend Gesellschaft leistet, versucht sie ihn zu überzeugen. Ihr Versuch geht nach hinten los, als Isaac die Sinnlosigkeit der Aufrechterhaltung des Energieflusses vom MPT zur Erde demonstriert. Triumphierend führt MacArthur sie weiter. Führt er sie weiter. Aufgezeichnet 23. September 54, 13 Minuten nach dem Blackout. In einer Rede vor dem Mondkolonisten zollt William MacArthur den Opfern einer jüngsten, nicht gemeldeten Katastrophe in der Tombow-Anlage seinen Respekt. Er denunziert die unrealistischen Erwartungen der WSA und bietet einen alternativen Weg in eine erfolgreiche Zukunft für die Menschheit. Outward. Aufgezeichnet 23. September, Zeitpunkt des Blackouts. Er hat ja eine Crew dagelassen, also irgendwie einen Trupp, und hat noch einen zweiten hingeschickt. Hat er die Noten womöglich dort gelassen, um sie zu töten und zu sagen, hey, wir haben ja Opfer gebracht, es gab ja eine Katastrophe, und hat im Prinzip einfach nur so eine Art Sprenglösung oder irgendwas gezündet, um eine Katastrophe herbeizuführen, oder hat einfach an sich nur gelogen? Kurz nach MacArthurs Rede treffen die Mondkolonisten die letzten Vorbereitungen, um MacArthurs Pläne für Outward umzusetzen. Nicht alle sind sich einig, dass dies die richtige Maßnahme ist, aber während einige aus Sorge um das Schicksal der Erde protestieren, erkennen andere die Weisheit in MacArthurs Worten. Aufgezeichnet 23. September 54, 2 Stunden nach dem Blackout. Na, schon komisch, ne? Alles so ganz, ganz, ganz weird hier. Hier muss man auch einen Code eingeben. Steht irgendwas dabei? Nö. Leider. Da hängen Post-its, aber die sind leer. Leider kein Hinweis. Ja. Select an item. Der Pearson-Stationsingenieurin Sarah Baker. Ich bin von der Mondzentrale zu diesem Außenposten geschickt worden, um dort zusammen mit meinem Expeditionspartner Nachforschungen zum Blackout anzustellen. Die Mondzentrale war komplett verlassen, als wir ankamen, und wir konnten das MPT nicht reaktivieren. Wir wurden getrennt und haben den Kontakt zueinander verloren. Ich begebe mich allein nach Tombow, um meine Nachforschungen fortzusetzen. Mein einziger Anhaltspunkt ist, dass irgendwas in der Reaktoranlage passiert ist. Der Eingang zur Einschienenbahnstation ist blockiert. Also muss ich einen anderen Weg dorthin finden. Ein Versuch ist es wert. Während Sarah nach alternativen Wegen sucht, um den MPT-Reaktor in Tombow zu erreichen, fasst sie ihre Reise für jeden zusammen, der sie suchen kommt. Aufgezeichnet 27. September 54, 4 Tage nach dem Blackout. Da oben ist irgendwas, wo Ball rein kann. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Es sah so jedenfalls so aus. Ja, würde ich sagen. Aha. Obwohl Sarah als Softwareingenieurin und nicht als Hardware-Mechanikerin ausgebildet wurde, hat sie einen anderen Weg gefunden, die Landschaft zu überqueren, nachdem sie den kaputten Reifen eines verlassenen Mondrovers gewechselt hatte. Angesichts der begrenzten Reichweite des Rovers ist jedoch unklar, wie man sie zur Tombow-Anlage bringen könnte. Noch ein Buch. Manual. Hat sich einfach zu schnell belesen.
Luna Explorer Wartungshandbuch, wichtige Betriebssicherheits- und Wartungshinweise, Anweisung. Luna Explorer. Im Inneren des Handbuchs Reifenwechsel, IASR an- und abschließen, Batterienwechsel, Fehlersuche und mehr. Okay, so, jetzt musst du mal kurz fliegen. Sieht schon cool aus hier. guck mal da. Ah, ich sehe, was es ist. Okay, warte. Kurz orientieren. Da. Konnte man nicht schießen? Ach so. Wir müssen das Ding benutzen, hm? Zu weit weg. Aber ich kann es doch rollen. Jetzt. Ja, muss reichen. Ups. Seitlich noch ein bisschen ran, aber... Ah, jetzt. Das passt. Juhu! So, jetzt bist du dran. Links oder rechts? Ah, das ist zu. Gut. Antwort ist, ist gerade, ja. Schneller gefeilt als gedacht. Ups. Ah. 1881. Okay. Das sollten wir ja hinkriegen, ne? Ich glaube, das ist die Tür. 1881. Ja! Hallo, Ball! Hier. Hi, Edgar. Ups, alles in Ordnung in Reinhold? Wolltest, dass ich dich wissen lasse, wenn MacArthur und Johnson wieder nach Tombow reisen würden? Diese sind gerade an dieser Station vorbei und sollten bald in Tombow sein. Ich hoffe, das hilft, bei was auch immer du willst, du tun willst. Frank. Frank, das ist gut. Sehr gut. Es gibt ein Muster und ich bin nah dran, es ans Licht zu bringen. Ich brauche nur ein paar letzte Antworten. Danke, Edgar. Okay, viel Glück, Frank. Frank, was passiert? Ich hab's gewusst. Drei Einschienenbahnen haben Tombow verlassen. Eine fährt nach Huygens, die anderen beiden fahren zur Mondzentrale. Der erste Mondzentrale-Zug sollte schon bald in deiner Station eintreffen, aber der zweite erst, wenn ich ein paar Antworten erhalten habe. Das ist der Schlüssel, Frank. Der Schlüssel, um zu verstehen, was der Rat die ganze Zeit geplant hat. Ich bin nah dran, Edgar. Aber Edgar ist auch gar nicht mehr am Leben. Kann ich das noch anschauen? Ja. Lesen. 1881. Eingesteckt. Sehr schön. Immer mitnehmen. Dawn of the Colony. Die Morgendämmerung der Kolonie. Erschöpft, aber entschlossen, folgt der Astronaut der Spur eines alten Freundes, während seine Suche auf dem Mond weitergeht. In einem entlegenen Außenposten entdeckt er Beweise für zweifelhafte Pläne mit weitreichenden Folgen. So cool, dass ich meine eigene Geschichte hier nochmal nachlese, finde ich irgendwie toll. Hier gucke mal bitte. Komm ich da jetzt durch? Ja. Oh, cool. Aber wieso komme ich jetzt hier durch?
Kann ich dann was eingeben? Macht nicht so viel Sinn. Wieso? Kommen wir durch die Tür zurück? Oder nicht? Eingesperrt? Nö. Hä? So, das haben wir uns gerade angeguckt. Gab ja noch eine Tür, die gesperrt war. War das hier hinten? Nee, weiter oben. Da ist noch was mit Code. Aber das ist aus. Da ist was mit Code. Ach Gott. Oh, F. Ich hoffe, der zählt hier auch. Türen öffnen. Öffne. Station ist offline. Manuelle Wartungsüberprüfung. Wartung entriegeln. Danke. Mhm. Ach, es war keine ASE, das war ein Helm. Helium 3 ist energiegeladen und reichlich auf dem Mond vorhanden. Es galt als der Schlüssel zur Lösung der Energiekrise der Menschheit, da es auf dem Gelände der Tombow-Anlage sowohl abgebaut als auch verarbeitet wird, wird es vom Lunarrat nur selten gestattet, diese Ressource aus dem Tombow-Reaktor zu entfernen. Ja, nun ist sie hier. Oh, komisch. Irgendwie sieht das aus, als hätte das da hinten Einschusslöcher. Komisch. Okay. Ah, was haben wir denn da? Evakuierungscrew an MacArthur. Heliumladung und Besatzung des Copernicus Außenpostens 1 sind in der Wohnzentrale angekommen. Evac Crew 2 ist weiter nicht zu sehen, Sir. Wir haben sie angefunkt, aber keine Antwort bekommen. Wie sollen wir vorgehen? Verriegeln Sie die Türen, kommen Sie zur Wohnzentrale. Der Treibstoff muss dort sein, bevor wir mit der Tombow-Crew ankommen. Sir, wenn ich das mache, wird die andere Crew es nicht schaffen. Sie verpassen den Start. Sie kannten die Risiken. Verriegeln Sie die Tür. Sofort. Ja, Sir. Diese Tür da? Mhm. Megatos zweite Einsatztruppe, Ach so, als sich die zweite Einsatztruppe scheinbar in Luft aufgelöst hat, stimmt nicht, gibt MacArthur der ersten Einsatztruppe neue Anweisungen, sperrt den Außenposten ab, um zu verhindern, dass jemand die Tombow-MPT-Reaktoranlage erreicht und kehrt zur Mondzentrale zurück, um weitere Unterstützung bei den Vorbereitungen für Outward zu leisten. Aufgezeichnet 22. September 1954, 3 Stunden vor dem Blackout. So, du musst jetzt noch mal da durch. Hier nix. Ja. Rot, rot. Ach du Kacke. Dahin. Oh, Gott sei Dank haben die Kabel aber eine unterschiedliche Form. Okay, das ist so ein dickes, das geht. Da rein, ich guck mal. Nochmal machen.
Brot. Das ist gelb. Das ist blau und das ist gelb. Und dann müsste man doch eigentlich hier nochmal machen, aber dann verändert sich auch das außen, ne? Ah! Irgendetwas an? Nee, ne? Luft. Nicht benutzen. Ja. Ich weiß nicht, ob gelb auch ausreicht. Bin ich unsicher. Ich glaube, es muss alles blau sein. Da nochmal drauf drücken. Dann. Oh, voilà. War zu weit weg. Hallo? Jetzt darf ich raus. Ja! Down. Jetzt müssen wir doch irgendwas hier drüben machen. Nein? Das Ding ist auch online. Ist irgendetwas hier hinten? Der ein Schienenbahnverkehr zwischen der Copernicus-Mondzentrale und Tombow verläuft direkt durch diesen Außenposten. MacArthurs fragwürdige Befehle, diese Kabel zu sabotieren, stört erheblich den Verkehr von einer Basis zur anderen, sodass Tombow und der MPT-Reaktor von der Mondzentrale aus viel schwerer zu erreichen sind. Ich kann sie nicht reparieren? Ach. Mal da so das Tor. Aber nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Ich dachte, das hier wäre das Tor. Ja. Ganz kurz ein bisschen Luft tanken. Ich gehe nochmal hoch. Hier geht's ja auch noch hoch. Hier war doch eine Treppe oder sowas. Oder nicht? Nein. Gut. Ich weiß nicht, ob ich hier durch bin mit den ganzen Sachen, die ich tun soll. Ich denke mal. Es müsste ja an irgendeinem Terminal stehen, was wir machen sollen. Ist der Shot wieder oben? Nee. Oh, ich wollte gerade sagen, das wäre echt creepy, wenn das wieder oben wäre. So, gucken wir doch mal hier am Terminal, was noch so gemacht werden muss. Wartung entriegeln. Ein MPT-Signal, ups. Ja. Aber wir können jetzt wieder mit der Bahn fahren, nicht? Ah. Genau. Wir müssen ja weiterfahren. Dann fahren wir doch mal.
Combo-Schienenzugriff verweigert. Kommunikation zum nächsten Basispersonal offline. Kontaktieren Sie bei Ankunft in der Reinhold-Krater-Basis das Basispersonal. Okay. Achtung, Combo-Strecke blockiert. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Ah! Ich hab... Ah! Okay, nochmal. Wir fahren nochmal mit der Bahn. Hm? Mhm. Ah. Combo-Schienenzugriff verweigert. Ja. Kommunikation zum nächsten Basispersonal offline. Kontaktieren Sie bei Ankunft in der Reinhold-Krater-Basis das Basispersonal. Achtung, Combo-Strecke blockiert. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Ah. Hui, hui. Junge, 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 Junge. Nimmt doch mal zu. Achtung, Hindernis ja. Erkannt. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Voll der Schub, ey. Nein. Ja. Ja, F. F. Nein. Zieh. Los. Nochmal. Mann, oh Mann, oh Mann. Da hängt aber auch dran wie so ein Lauch. Combo-Schienenzugriff verweigert. Ja. Kommunikation zum nächsten Basispersonal offline. Mhm. Kontaktieren Sie bei Ankunft in der Reinhold-Krater-Basis das Basispersonal. Ich rufe da direkt an. Achtung, Combo-Strecke blockiert. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Der Ball war gleich hüpft so. Nein! Wir werden alle sterben! Achtung, Hindernis erkannt. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Einschienenbahngeschwindigkeit kritisch. Bremsen betätigen. Das ist die gleiche Animation wie eben, Mann. Los! Aha. Oh. Dung. Dung, Junge. Ja, wem sagst du das? Ah, egal. Los, wir haben es geschafft. Oh, kein Sauerstoff. Kann ich hier noch irgendwas anschauen? Ja. Versorge die Luftschleuse mit Strom, um das Kontrollzentrum zu erreichen. Ah, okay. Dann werden aber die Kabel da wahrscheinlich runterhängen. So, da ist so ein Teil drin. Warte. So. Okay. Was soll ich hier machen? Leiter. Oh. Ja. Hier war jetzt aber nichts, was ich brauchen könnte oder so. Noch nirgendwo weiter. Durch die felsigen Kraterbasis ist es schwer, die Reinhold-Station zu erreichen, obwohl sie sich in der Nähe der Tombow-Anlage befindet. Welches Transportmittel Sarah auch benutzt hat, die schmutzigen Flecken an ihrem verwitterten Anzug weisen darauf hin, dass sie die letzte Strecke zu Fuß zurückgelegt haben musste. Das ist ihr Anzug? Ja, der sieht ziemlich schmuddelig aus. Okay. Ja, wie kommen wir da rein?
Ja. Ja. Ach, da. Okay. Aber da ist zu. Weil. Irgendwie da rein. Ja. Aber wie komme ich da rein? Verdammte Axt! Aus. Frage, nächste Frage. Ich dachte über die Wartung. Aber da ist nichts. Jetzt sehe ich hier nichts. Auch nichts zu sehen. Hä? Oder. Ah, doch, am Boden. Am Boden. Es leuchtet kurz auf und ich hab's nicht gesehen. Ah! Schieß! Genau. Plupp. Ja. Da. Achso, fallen lassen. Das rauspacken. Oder du musst erstmal da bitte. Aber das ist ja aktiviert. Es ist aktiviert. Wir müssen das hier ausziehen. Das ist alle. Nein, nicht. Alter, Fede. Komm, pack das woanders hin. Hier, fallen lassen. Nicht dein Ernst. Ball, geh mal weg. Oh. Oh, wie. Ja, ich weiß. Oh. Guck mal, ist ja überall noch was da. Jetzt geht's mir wieder gut. Ach, alles schick. Soll ich denn da wieder durchkommen? Und Ball kann das ja nicht machen. Oder? So. Ach so, doch, oder? Ah. Einmal Strom aus. Wechseln. Reingehen. Warten. Ah ja. F. Wechseln. Drücken. Genau. Da bist du ja. Prüfe den Status der Reinhold-Krater-Station im Kontrollzentrum. Hilfe. So, da haben wir noch eine Holographation. Die ziehen sich gerade die Helme an. Das kann ich scannen. Trotz der Bemühungen der WSA, die geistige und körperliche Belastung der Mondkolonisten auf ein akzeptables Maß zu reduzieren, bleiben nicht alle Kolonisten von den Bedingungen auf dem Mond unberührt. Die Ereignisse der Huygens und die Einsamkeit der Reinhold scheinen Spuren im Verstand des Basisbetriebs hinterlassen zu haben. Ja, die haben sich hier irgendwie Kameraden gebaut, ne, und haben, ich weiß nicht, ob das Bier ist. Da haben sie den Ball auseinandergenommen, da haben sie den Teddy die Maske aufgesetzt. Hier haben sie sich irgendwie einen Kameraden gebaut. Oh, Lagerkoller, ne? Dreht man ein bisschen frei. Okay, wir gucken uns das hier noch an.
Irgendwas von Diver Crew 1 oder MacArthur? Nichts. Der Funk ist tot. Was zur Hölle ist da los? Der Strom in den Gleisen ist auch weg. Keine Ahnung, Beeilung. Bringen wir das Helium zur Mondzentrale, bevor MacArthur und die Evakuierten ankommen. Wir trennen uns. Du stellst die Stromversorgung der Bahnstation wieder her. Und ich suche den Vorsteher, damit wir gemeinsam evakuieren können. Auf geht's. Warte, da ist er. Fenster, 6 Uhr, Kontrollzentrum. Sichtkontakt. Überprüfe du den Zug. Ich kümmere mich hier um. Während sich die Ereignisse im Copernicus Außenposten abspielen, erreicht MacArthurs zweite Outward-Einsatztruppe die Reinhold-Kraterbasis. Bei der Ankunft stellen sie fest, dass sie anscheinend nicht abreisen können. Die Einbahnschienenstation wurde aus unbekannten Gründen abgeschaltet. Sie können nicht mit der ersten Einsatztruppe kommunizieren und haben nur noch wenig Zeit, um die Mission abzuschließen. Aus diesem Grund teilen sie sich auf, um ihre Ziele zu erreichen. Aufgezeichnet am 22. September 1954, 5 Stunden vor dem Blackout. Also kam die zweite Truppe trotzdem noch an. Aber warum hatten die keinen Funkkontakt? Oh, alles sehr dubios, ne? Gut, Kontrollzentrum, da gehe ich gleich hin. Ball kann auch noch da oben rein, wieso? Das machen wir gleich in der nächsten Aufnahme. Also dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut, tschüss.